Herzlich willkommen zur Einführung in das Mindmapping. Und jetzt möchte ich mich mit dem Lernen mit Mindmaps befassen. Lernen mit den Mindmaps, da geht es dann mal darum, zu definieren, festzulegen, was man überhaupt unter Lernen verstehen könnte. Wir können da zumindest zwei Arten des Lernens einmal festhalten, das Auswendiglernen und das Verstehende Lernen. Und beim Auswendiglernen geht es bekanntermaßen darum, dass vorhandenes Wissen, was man sich aneignet, kaum in einem Zusammenhang miteinander steht. Man lernt es gewissermaßen nebeneinander und versteht es in der Regel auch nicht, nämlich das Wissen. Beim Verstehen lernen geht es darum, dass ich den Lernstoff, den ich mir aneignen möchte, auch dann tatsächlich verstehe. Und hier spielt eine große Rolle, dass das vorhandene Wissen es mir erleichtert, neues Wissen mir aneignen zu können. Das neue Wissen sollte in einem Zusammenhang stehen mit dem vorhandenen Wissen. Und somit wird ein neues Wissen auch mit vorhandenem Wissen in Verbindung gebracht. Und wenn das funktioniert, wenn man das schafft, dass das Wissen am vorhandenen Wissen anknüpft, kann man sich Dinge besser merken. Und somit gibt es auch Umstände, die das Lernen begünstigen können. Das ist eben dann die Verknüpfung von neuen und alten Wissen. Das bisherige Wissen kann mit dem neuen verbunden werden. Dann ist ein ganz wesentlicher Begriff in diesem Zusammenhang aktives Lernen. Also wenn man selber versucht, etwas zu verstehen, wenn man selber versucht, Zusammenhänge zu erkennen, wird man erfolgreicher sich einen Lernstoff aneignen können. Damit verbunden ist selbstgesteuertes Lernen. Wenn ich mich selber entscheiden kann, in welcher Reihenfolge und in welcher Weise ich etwas lerne, werde ich eine positivere Haltung gegenüber dem Lernstoff gewinnen, kann mich auch dann meinen eigenen Interessen und auch meinen eigenen Fähigkeiten entsprechend damit einer Sache besser beschäftigen. Das wäre dann der Beitrag des selbstgesteuerten Lernens. Und aktives Lernen ist ja dann letztlich auch damit in Verbindung zu bringen, dass man sich das Wissen auch selber aneignet. Man hört nicht nur einfach irgendwo zu oder lernt etwas auswendig, sondern man eignet sich das Wissen selber an. In Bezug auf Mindmaps bzw. dem Lernen mit Mindmaps ist das visuelle Denken von großer Bedeutung. Visuell sehen, etwas zu sehen, ist bei der Anfertigung von Mindmaps ein großes Ziel. Ich möchte einen Überblick gewinnen über die Zusammenhänge des Lernstoffes, den ich mir aneignen möchte. Also bildliche, visuelle Eindrücke sind dann natürlich von besonderer Bedeutung, von besonderem Gewinn, wenn man einen visuellen Lerntyp vor sich hat. Also manche Menschen sind stärker visuell ausgerichtet und andere Menschen stärker in anderer Art und Weise. Zum Beispiel können sie leicht über Geräusche etwas lernen. Wenn sie jemandem zuhören. Wenn jemand Mindmapping gerne hat und gern macht, dann wird es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um einen visuellen Lerntyp handeln. Ja, wie kann dieses visuelle Denken gefördert werden oder genutzt werden? Indem man Diagramme zum Beispiel anfertigt, Bilder verwendet und eben auch natürlich Mindmaps verwendet. Mit Mindmaps kann man Inhalte darstellen, zum Beispiel Grundideen, Fakten, Begriffe und so weiter. Und diese Inhalte können im Rahmen von Mindmaps so dargestellt werden, dass deren Beziehungen zueinander deutlich werden, wie hier zum Beispiel. Also ich habe hier Lernen mit Mindmaps, habe hier mehrere Bereiche mit Lernen, visuelles Denken, Vorteile von Mindmaps und Anwendungsmöglichkeiten. Und alles läuft zusammen über Lernen mit Mindmaps. Und diese visuelle Darstellung ermöglicht es mir, dass ich diese Inhalte besser verstehen kann. Und eine Mindmap, wenn ich sie selber anfertige, kann ich ja auch nur dann anfertigen, wenn ich tatsächlich die Zusammenhänge verstanden habe und ich weiß, in welchem Bereich ich einen weiteren Begriff anfüge. Wenn ich mir jetzt die Mindmap von jemandem betrachte, dann werden auch dessen Denkvorgänge deutlich, wird dessen Zugang zu dem jeweiligen Lernstoff deutlich. Dann kommen wir zu den Vorteilen von Mindmaps. Mindmaps bieten die Möglichkeit einer visuellen Darstellung von Lernstoff. Man kann etwas übersichtlich darstellen, Zusammenhänge werden deutlich. Und diese Darstellung ist ein Ausdruck eines ganzheitlichen Denkens. Das heißt, man beschränkt sich nicht nur auf einzelne Teile, sondern diese einzelnen Teile hier werden immer im Zusammenhang mit einem Gesamten gesehen. Also in dem Fall hier mit dem Überthemen zum Beispiel Lernen mit Mindmaps. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass es keine Beschränkungen gibt durch den Aufbau eines Textes zum Beispiel. Also wenn jemand eine Zusammenfassung schreibt und dann Satz für Satz hintereinander anfügt, dann ist er insofern beschränkt, derjenige oder diejenige, die diese Zusammenfassung schreiben, weil sie einen linearen Aufbau haben. Also eins kommt nach dem anderen. Bei der Mindmap gibt es keine Beschränkungen, in dem Sinne Anfang, Ende und dergleichen mehr. Dann ein weiterer Vorteil ist natürlich wiederum hier das Lernen. Das ist eine andere Form von Lernen, eben kein lineares Lernen, sondern ein verstehendes Lernen. Das heißt, Zusammenhänge werden erkannt
Wenn man ein Buch zum Beispiel zusammenfassen möchte, den Inhalt eines Buches lernen möchte, holt man sich die wichtigsten Bereiche raus und setzt sie zueinander in Beziehung. Ein weiterer Vorteil ist, dass mehrere Menschen an einer Mindmap arbeiten können und somit können auch dann Informationen leichter weitergegeben und leichter ausgetauscht werden. Dann aktives Lernen ist möglich. Man ist selber dazu aufgerufen, etwas zusammenzufassen mit Hilfe einer Mindmap. Und das ermöglicht natürlich ermöglicht ein viel besseres sich behalten von Inhalten, als wenn man nur passiv etwas konsumieren würde. Und natürlich auch wiederum Anknüpfen an bestehendem Wissen. Ich weiß schon etwas, ich kann das in eine Mindmap eintragen und kann das dann mit neuen Einträgen, vielleicht aus anderen Informationsquellen, anderen Büchern, anderen Texten dann erweitern. Dann zu den Anwendungsmöglichkeiten von Mindmaps. Anwendungsmöglichkeiten finden sich im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Lernstoff. Wenn man etwas lernen möchte, kann man etwas übersichtlich darstellen, man kann Zusammenhänge darstellen und kann somit zum Beispiel auf einer Seite den Lernstoff eines Kapitels darstellen. Und dadurch kann man auf einen Blick dann die Information auch wieder abrufen und dieses ermöglicht dann eine Speicherung der Informationen in einer viel rascheren und vermutlich auch effizienteren Art und Weise. Und dann auch wieder den Abruf dieser Information. Damit sind wir bei einem Bereich, den ich jetzt hier mehrmals schon erwähnt habe, der Zusammenfassung von Unterlagen. Ich könnte mehrere Dinge zusammenfassen. Ich habe beispielhaft Texte angeführt, aber auch Podcasts sind natürlich zusammenfassbar. Also ich könnte Videos zusammenfassen, ich könnte Audiobeiträge zusammenfassen. Aber sicher besondere Bedeutung hat hier im Zusammenhang mit der Zusammenfassung von Texten das sinnerfassende Lesen. Texte werden ja in der Regel linear verfasst, das heißt, Satz für Satz wird etwas dargestellt und die Reihenfolge, in der der Text geschrieben wird, ist auch die Reihenfolge, in der das Wissen dann dargeboten wird. Bei Mindmaps ist das anders, da werden eben dann Vorwissen könnte hier eingetragen werden, Zusammenhänge können aufgezeigt werden und Gewichtung dieser Inhalte eines Textes können dann dargestellt werden. Das heißt, man liest einen Text der Reihe nach durch. Unterstreicht zum Beispiel bestimmte Inhalte und kann diese Inhalte, diese einzelnen Begriffe dann in die Mindmap eintragen und dann anschließend versuchen, sie zu gewichten, miteinander in Beziehung zu setzen. Und dementsprechend trifft das natürlich nicht nur auf Texte zu, sondern auch auf die Analyse eines Lernstoffes. So kann ich Schwerpunkte und Zusammenhänge zum Beispiel darstellen, bestimmte Begriffe herausstreichen, besonders betonen. Und wiederum, wenn Mindmaps zum Beispiel von Studentinnen und Studenten, Schülerinnen und Schülern angefertigt werden, wird deren Sichtweise deutlich. Man kriegt auf einen Blick dann mit, was ein Schüler zu einem bestimmten Gegenstand weiß, was er übersieht, welche Beziehung er zum Beispiel nicht erkannt hat. Das soweit zu einem kurzen Hinweisen, wie man Mindmaps im Zusammenhang mit dem Lernen betrachten könnte.